Helen Mirren, 73, erhielt 2007 für die Queen einen Oscar in der Kategorie Beste Schauspielerin. Dass der Film eine Glanzleistung war, bewiesen auch die Nominierungen in 5 weiteren Kategorien. Auch privat hat das Hollywood-Urgestein viel für die britische Königsfamilie übrig. In einem Interview sprach Helen jetzt über ihre enge Verbundenheit mit den englischen Royals, besonders mit der schwangeren Herzogin Meghan, 37. Ich denke, von dem Moment an, als die Beziehung enthüllt wurde, hat sie sich mit unglaublicher Selbstbeherrschung, Eleganz, Disziplin, Einfachheit und Menschlichkeit verhalten, erzählte Helen bei Good Morning Britain. Ich bin ein Fan. So ein Leben zu führen ist unglaublich schwierig, bezogen auf den Druck. Ich glaube, sie tut es mit großer Eleganz, schwärmte die 73-Jährige über Meghans neue Rolle an der Seite von Prinz Harry, 34. Die Schauspielerin verriet außerdem, dass Harry sie mit Oma ansprach, als er sie nach der Veröffentlichung des von den Kritikern gefeierten Films traf. Ich glaube, Harry war bei einer Preisverleihung und sagte, Granny ist hier. Helen bezeichnete den Vater des Thronfolgers, Prinz Charles, hingegen als sehr, sehr taktvoll. Aber Harry und William seien cooler mit der Verfilmung umgegangen.